Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen wieder Dead by Daylight als Killer und wir sind heute der Henker. Natürlich habe ich ihn auch noch nicht gespielt. So, das ist ja quasi die Pupsspur. Ja. Oh. Hallo. Das Problem ist, auf Ormond... Hä, wo bist du? Auf Ormond sieht man natürlich... Was? Was hat denn der für ein langes Schwert? Das dauert ja ewig, bis der schlägt. Sieht man natürlich... die Pupsspuren so gut. So, wir treten mal dagegen. Oh, hinten ist jemand durch die Spur gelaufen und wir sind jetzt gerade, also die hören uns gerade nicht. Eigentlich müsste ich jemand anderes jagen. Anstatt ihn hier... Also ihr seht da unten dieses Generatorsymbol. Hilfe! Killer spielen ist so schon nicht einfach. Und dann... auf einer Map, die ich überhaupt nicht kenne. Ah, da ist noch jemand. Tüftler ist auch gerade aktiv. Das heißt, irgendwo geht gleich noch ein Gen an. Ich habe immer das Gefühl, er kann weiterschlagen, als er am Ende tut. Ich will sie gern in den Käfig stecken. Ich lasse Bill jetzt liegen. Was? So, du kommst in den Bußkäfig. Der ist wahrscheinlich irgendwo da hinten. Oh, alle drei. Du hast Böller dabei. Silvester. Die eine ist immer noch im Käfig. Was ist denn hier los? So. Da hinten ist der Käfig. Leute, wollt ihr nicht... Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe doch Barbecue. Tüftler. Das heißt, der Gen geht gleich an. Die im Käfig, wird jetzt, lasst ihr die wirklich sterben? Ich glaube nicht, dass die weit weggegangen sind. Ich bin auch gerade übrigens, glaube ich, wieder lautlos, oder? Das ist nicht. Egal. Die im Käfig stirbt und die am Haken auch. Was sind denn das für Mates? Jetzt gehst du retten. Das war doch auch schon wieder knapp.
Irgendwie täuscht das. Ich habe immer das Gefühl, der hat so ein langes Schwert. Und das Schwert, das wirkt... Also es ist irgendwie so schwerfällig. Aber der hat trotzdem nicht so die große Schlagrange. So, da hinten sind sie. Ich könnte eigentlich meine Pupse besser einsetzen. Irgendwo ist auch Tüftler aktiv. So, du hast ja noch nicht gehangen. Dich habe ich doch einfach nur aufgehoben. Umgehauen, meine ich. Und nicht aufgehangen. Das holen wir jetzt nach. Wo sind die Leute? Keine Ahnung. Tüftler! Ich weiß, wir sind gerade lautlos, aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich bin sehr weit weg. So, Pop Goes the Weasel drauf. Keine Ahnung, wo Dwight hingegangen ist. Oh, das lenkt sich auch ganz komisch, wenn man diese Pupsspur macht. Da hinten war wer? Dwight! Wieso rennst du denn nicht da durch, Junge? Ich möchte dich gerne in den Käfig stecken. Tüftler! Ich nehme mal die Palette raus. Ich glaube, wir sind gerade noch. Also, weiß nicht, wenn es nach der nächsten Gen angeht, wird es schon schwieriger. Ja, ich wollte eigentlich sagen. Noch haben wir Chancen, das hier zu meistern. Ich will ihn jetzt. Ist mir egal, was kommt. Oh, geschafft. Auf den Hügel. Oh. Also mit dem Ding hier, das ist echt, oh, echt sensibel, die Steuerung. Zieht euch! Ja, hast du gedacht, ich komme hoch? Ja, drüben ist schon wieder Tüftler an. Oh, das wird schwer jetzt. Egal, ich bin über jeden Haken, den ich bekomme, froh. Schaff ich's noch? Pop Ghost Weasel.
Wieso hat er den nicht gegrabbelt? Verdammte Axt. Du bist auch hier. Ich glaube, da sollte der Bill eintanken, oder? Hast du geliehene Zeit mit? Das ist ja jetzt blöd. Das ist ja jetzt richtig ungünstig, Mensch. Wie schade, ich muss leider dich nehmen. Wenn der Bill hier ist, hast du Glück. Weil den Bill, den hatte ich doch gerade, den kann ich jetzt nicht nehmen. So, der Bill ist da. Da ging nämlich Tüftler an. What? Bill, du hast echt Glück, dass ich so doof bin. So, einfach weil wir es können. Ah, nee, ich schaff's nicht mehr mit Pop. Ja! Haben wir geschafft. Also ich habe zwischendurch ein bisschen Panik bekommen. Aber wir haben es geschafft. Gut, das lief besser als letzte Woche. Tada! Sehr gut. Ich bin zufrieden mit der Runde. Ich habe die Aufgabe sogar fertig bekommen mit den Blutpunkten. Juhu, ich wollte unbedingt auch mal mit Tüftler spielen, weil das scheint irgendwie die neue Meta zu sein bei DBD, dass man doch mit Tüftler spielt. Oh, ich hätte Bill Morin können. Wobei, der andere hat noch gekämpft, als ich Bill aufgehoben habe. Also mir hat das Mori gar nicht angezeigt. Ich habe auch nicht dran gedacht, dass ich einen Mori dabei hatte. Egal. Ich bin zufrieden mit der Runde. Ich hoffe, euch hat die Runde auch gefallen. Ich war, wie gesagt, zwischendurch ein bisschen panisch plötzlich. Aber wir haben es geschafft. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und macht's gut.